Herzlich willkommen in der Marktkirche Hannover. Wir hoffen, mit Ihnen bald wieder hier Gottesdienste feiern zu können. Bis dahin senden wir Ihnen täglich geistliche Impulse. Himmelschlüsselchen heißen die kleinen Blüten, die in meinem Garten gelb aus dem Beet leuchten. Ein Profi sagte mir, die Pflanzen, die im Frühjahr als erste blühen und ins Herz leuchten und die Seele erfreuen, die musst du so pflanzen, dass du sie sofort im Blick hast, wenn du aus dem Fenster schaust. Was dann später in der hellen, warmen Jahreszeit blüht, das kann auch weiter hinten stehen. Denn du bist im Sommer eher draußen und hast sie dann vor Augen. Himmelschlüsselchen, der Schlüssel zum Himmel. Ringsrum die Erde braun und grau, bedeckt von vertrockneten Blättern. Und dazwischen leuchten die kleinen Schlüssel des Himmels. Schlüssel zum Himmel, ja, den Himmel, den gilt's immer mal wieder aufzuschließen. Jesus wurde gefragt, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und man könnte diese Frage auch übersetzen mit den Worten, was muss ich tun, damit ich den Himmel offen finde? Was muss ich tun, um die Tür zum Himmel offen zu halten? Was muss ich tun, um mich in Gottes Nähe aufzuhalten? Der Schlüssel dazu? Der Schlüssel zum Himmel? Im Gespräch mit Gott sein und in diesem Moment für einen anderen da sein, mit Worten und Taten. Die Frau hinterm Tresen an der Poststelle sagt, bei allem, was wir jetzt erleben, mache ich mir klar, wie gut es uns allen geht. Ich habe ein Dach über dem Kopf, es fallen keine Bomben, ich kann mit meiner Mutter telefonieren, wir haben zu essen. Was macht es da, dass ich keine Hefe im Supermarkt finde? Und ich bete jeden Tag für alle anderen. Christsein heißt nicht, in einer irgendwie gearteten Weise religiös zu sein oder aufgrund irgendeiner Methodik etwas aus sich zu machen, sondern es heißt Mensch sein. So sagte das Dietrich Bonhoeffer, so sagte das Jesus. Und wir können das in vielen Geschichten nachlesen. Der Schlüssel zum Himmel, zu Corona-Zeiten fällt diese Antwort nicht anders aus als sonst. Du sollst Gott über alle Maßen lieben und ehren und deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Prüffrage dazu lautet, was fändest du denn selbst gut, was andere für dich tun oder wie andere sich zu dir stellen sollen. Ich höre in diesen Tagen von so vielen Menschen, die andere Menschen in ihre Nähe holen, indem sie an sie denken und für sie beten, Briefe schreiben, fragen, wie geht's dir, die den Nachbarn fragen, soll ich was mitbringen?
die das Zeitungsrätsel weiterreichen, die bei einer Kirchengemeinde anrufen und sagen, Homeoffice macht einsam. Was kann ich für jemand anderes tun? Für wen kann ich etwas spenden? Es gibt Menschen, die legen bunt bemalte Steine vor die Tür und die überraschen einen Menschen und erzählen, da denkt jemand an mich. Und es gibt ganz viele Menschen, die beten für die, die krank sind und einsam und an die im Augenblick überhaupt keiner denkt. Himmelsschlüsselchen, kleine Schlüssel zum Himmel. Ich glaube, ein Schlüssel zum Himmel ist das Versprechen, das ich im Herzen habe. Gott sagt, in das Spiel deiner Gefühle und in den Ernst deiner Gedanken, in den Reichtum deines Schweigens und in die Armut deiner Sprache lege ich mein Versprechen, ich bin da. Und der Friede Gottes, der größer ist als all unser Denken, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Ewigkeit. Amen.